wir die gleichen Fehler. Entweder wir reißen uns zusammen oder es geht ein 50 zu 5. Das muss uns klar sein. Woche für Woche das gleiche Spiel. Woche für Woche die gleichen Ansprachen von Herbert Müller und Woche für Woche die gleiche mangelnde Umsetzung durch seine Mannschaft. Heute war es die komplette erste Halbzeit, in der sich der Thüringer HC in erschreckend desolater Form präsentierte. Vor allem, was die Gastgeberinnen offensiv ablieferten, war schlicht nicht Champions League würdig. Ganze 2 Tore in den ersten 15 Minuten, Fehlwürfe und Ballverluste prägten das Bild. Aber wie kann es zu derartiger offensiver Harmlosigkeit kommen? Man könnte meinen, die Spielerinnen hörten irgendwie nicht genau zu bei Müllers Predigten an der Seitenlinie. Doch, natürlich hören die zu, die hören ganz genau zu. Nur wir reden hier von den Besten der Besten. Und wenn man in der Champions League spielt, auf einem Level in der Hauptrunde, wo du dann an Grenzen stößt, Erfahrungswerte, die 20-Jährige, 21-Jährige gar nicht haben können, die sind erstmal im ersten Jahr Champions League relativ schmerzhaft. Und der Schmerz wurde kaum geringer, vor allem bei Emily Bölk. Sie allein für 7 Fehlwürfe verantwortlich in Hälfte 1. Schon vor dem Pausentee war der norwegische Meister aus Kristiansand erstmals auf 10 Tore davongezogen. Beim Halbzeitstand von 9:17, Müller hier mit Bölk wieder am Reden. Diesmal mit etwas mehr Erfolg, denn nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherrinnen deutlich verbessert. Paradebeispiel auch hier wieder Emily Bölk, deren Würfe jetzt öfter mal den Weg ins Tor fanden. Und siehe da, schon schmolz der Rückstand bis auf 6, später sogar nur noch 5 Tore. Die Partie natürlich trotzdem schon längst entschieden, Zeit den Blick vorauszurichten auf die Meisterschaft, die ab jetzt im Mittelpunkt steht und die mit der Leistung aus Hälfte 1 mindestens genauso schwierig zu holen sein wird wie Punkte in der Königsklasse. Ich habe das genau vor dem Spiel in der Kabine gesagt, wir müssen diese beiden Champions-League-Spiele noch mal dazu nutzen, um unser Spiel von der Konstanz her, vom Level her, auf ein höheres zu heben. Und das wird das Ziel der nächsten Woche sein. Insofern, dass 21:29 von heute auch völlig nebensächlich, genauso wie das letzte Spiel in einer Woche in Bukarest. Danach zählt es. Schließlich wird der THC auch nächste Saison in der Champions League dabei sein.